Ludwig erzählt Geschichten aus der Murkelei von Hans Fallada. Heute die Geschichte vom unheimlichen Besuch. Es war einmal ein Junge, den nannten seine Eltern Husch, weil er immer so eilig weghuschte. Und er war überhaupt das schnellste und leiseste Kind von der Welt. Wenn man ihn suchte, war er gerade weggehuscht. Er kannte kein größeres Vergnügen, als sich so gut zu verstecken, dass alle nach ihm suchen mussten. Jeden Tag gab es das gleiche Spiel. Husch, Hände waschen, das Essen ist fertig. Bitte komm, es wird noch alles kalt. Husch, hörst du nicht? Wie viele Male soll ich noch rufen? Zum Donnerwetter, wo steckst du denn schon wieder? Er saß ganz still und leise in der Holzkiste am Herd, hielt den Atem an und freute sich wie ein König, dass sie nach ihm riefen und lärmten. In der Schule war es nicht anders. Husch, komm bitte an die Tafel. Husch ist nicht da. Aber eben war er doch noch da. Zum Donnerwetter, wo steckst du denn schon wieder? Husch saß 5 Bänke weiter zwischen den Füßen seiner Mitschüler. Oder er hockte gar unter des Lehrers Pult, während der etwas an die Tafel schrieb. Er machte das alles so still und leise, dass nicht mal seine Mitschüler etwas davon merkten, sondern dass immer ein großes Wundern und Fragen losging. Wo steckt denn bloß der Husch? Das aber war gerade seine Hauptfreude. So ging es eine lange Zeit, und trotz allen Scheltens und Strafens ließ Husch nicht vom Verstecken ab. Aber allmählich geschah es, dass Husch kein neues Versteck mehr fand, ob nun im Haus oder Garten oder in der Schule. Die Großen kannten mit der Zeit jeden Ort. War der Husch jetzt weg, so gingen sie einfach von einem Versteck zum anderen. Komm heraus, Husch, und hol dir einen Bachs. Du weißt, du sollst dich nicht verstecken? Darüber wurde der Husch ganz traurig. Nicht wegen der Bugs, die taten ja bloß einen Augenblick weh, sondern weil er auch nicht ein heimliches Versteck mehr wusste. Nun begab es sich, dass der Husch an einem Sonntagnachmittag ganz allein zu Hause saß. Seine Eltern waren über Land gefahren, und ins Dorf zu seinen Freunden hatte er nicht gehen mögen, weil es immer zu regnete. Da saß er auf einem Stuhl am Fenster und sah zu, wie es draußen immer mehr und immer größere Blasen auf die Pfützen regnete. Auf einmal sah er das Hoftor gehen, als käme einer herein. Es war aber keiner zu sehen. Der Hofhund blaffte böse, als ob etwas Fremdes auf dem Hof wäre. Dann aber klang es, als habe er einen Schlag bekommen, und angstvoll kroch der Hund in seine Hütte. Das kam Husch seltsam vor. Rasch huschte er hinter die Gardine und versteckte sich so, dass er auf den Hof hinaussehen konnte, ohne gesehen zu werden. Er sah aber gar nichts. Nach einer Weile war es ihm, als sehe ein Gesicht von draußen durch die Scheiben im Fenster. Wie sehr er aber auch durch die Gardine blinzelte, er sah nichts als das blanke Glas und den Regen auf dem Hof. Das ist wunderbar. Da ist jemand und ist doch nicht zu sehen. Wenn der sich versteckt, kann er's noch besser als ich. Was war das? Aber Husch konnte spähen, dass ihm die Augen vom scharfen Zusehen tränten. Er sah keinen hineingehen. Da, es ist jemand ins Haus gekommen. Na, wenn der sich so gut verstecken kann, ein bisschen kann ich es auch noch. Und Husch, huschte der Husch in den großen Schrank und zog die Tür fest hinter sich zu. Er wusste aber, dass er durch das Schlüsselloch alles sehen konnte, was in der Stube vorging. Eine Weile sah er gar nichts als eben die Stube. Dann aber ging die Stubentür auf. Er sah
wie die Klinke niedergedrückt wurde, aber die Hand, die auf der Klinke lag, sah er nicht. Das ist doch eine tolle Geschichte. Vor lauter Staunen und Aufregung vergaß er fast das Atmen. Jetzt ist er in der Stube. Aber warum sehe ich ihn immer noch nicht? Ich halte das nicht mehr aus. Oh, ja! Oh, Feuer! Ja. Wie schön warm und trocken ist es doch in so einem Menschenhaus. Das ist viel besser als die schönste Höhle im Wald. Hab ich dir das nicht gleich gesagt? Sieh dir bloß mal an, was du dir für ein schönes Bett auf dem Sofa da mit all den Kissen und Decken machen kannst. Ja. Das ist also nicht nur eine Höhle. Es sind sogar zwei, die sich in unser Haus geschlichen haben. Und alle beide sieht man nicht. Aber wer ist das? Jawohl, das wird ein schönes, warmes Lager für mich werden. In diesem Winter brauche ich nicht zu frieren. Aber erst müssen wir dieses Menschengesindel loswerden. Das ist doch ganz einfach. Wenn die Frau und der Mann und der Junge zurückkommen, gibst du ihnen mit deiner Tatze was auf den Kopf, dass sie tot umfallen. Dann begraben wir sie im Garten und haben das ganze Haus für uns alleine. Oh, wie angstvoll wurde dem Husch zumute, als er diesen fürchterlichen Plan hörte. Wie gerne wäre er aus dem Schrank gesprungen, wäre ins Dorf gelaufen und hätte die Eltern gewarnt. Aber das konnte er ja nicht. Die unsichtbaren Besucher hätten ihn totgeschlagen, ehe er aus der Stube kam. So beschloss er, still im Schrank auszuharren. Ja, das sagst du so. Bei dir klingt das ganz einfach, Tatze auf den Kopf und tot. Ich aber habe die Arbeit damit. Und vielleicht hat der Mann etwas zu schießen in der Tasche und schießt mich tot. Du bist doch wirklich nicht sehr klug. Wie kann der Mann dich denn schießen, wenn er dich gar nicht sieht? Ja, wenn wir die Zauberkappen nicht hätten. Aber das war eben auch mein kluger Gedanke, sie den Zwergen zu stehlen. Du magst so klug sein, wie du willst. Ohne mich kannst du nichts machen. Die Hauptarbeit muss ich doch tun. Auch wenn die Zauberkappen ganz nützlich sind, so machen sie doch schrecklich warm auf dem Kopf. Mich juckt es überall und ich muss mich jetzt kratzen. Der Husch guckte durchs Schlüsselloch, was er gucken konnte. Erst sah er gar nichts. Dann sah er etwas wie viele Haare, aber es war gleich wieder weg. Dann aber fiel etwas nieder auf die Erde und, siehst du wohl, da stand ein riesiger Bär in der Stube, so groß, dass er fast an die Decke stieß. Er kraulte sich mit seinen ungeheuren Tatzen den Kopf. Und wie der Bär nun gar das Maul zum Gähnen aufriss und seine mächtigen Zähne und die dicke rote Zunge zeigte, da machte der Husch lieber schnell die Augen zu und hielt sich an den Mänteln im Schrank fest, um nicht vor Schreck umzufallen. Wenn du die Zauberkappe abnimmst, so nehme ich die Kappe auch ab. Die Leute kommen sicher vor dem Dunkelwerden nicht nach Haus. Da können wir noch ein Schläfchen machen. Sieh her, dass du es nicht vergisst, Bär. Hier lege ich die Kappen auf den Tisch. Da kannst du sie gleich langen, wenn die Frau und der Mann kommen. Ist recht. Puh. Nun werde ich ein schönes Schläfchen machen, damit ich auch genug Kräfte habe für meine drei Schläge. Der Husch konnte es nicht lassen. Die Neugier war stärker als die Angst. Er hielt seine Augen wieder an das Schlüsselloch. Und da sah er neben dem Bären, der sich auf das Sofa geworfen hatte, einen roten Fuchs mit dreieckigem Gesicht, grasgrünen Augen und einer schön geschwungenen Lunte. Schnarche aber bitte nicht so, Bär, sonst kann ich nicht hören, wenn die Leute zurückkommen. Ich schnarche so viel ich will, damit du's weißt. Wenn ich ordentlich schlafen will, muss ich auch schnarchen können. Setz du dich ans Fenster und passe auf. Dazu bist du ja schließlich da. Damit drehte sich der Bär auf dem Sofa um und fing an zu schnarchen, dass die Wände wackelten und die Fensterscheiben klirrten. Warte nur, du Ollerbär, warte nur. Dir werde ich's zeigen.
Wimmelst dich mit deinem schmutzigen, nassen Fell auf den schönen, hellen Sofakissen und machst sie ganz dreckig. Vielleicht erwische ich dich doch noch. Wenn ich doch bloß an die Zaubermütze käme. Aber die waren nicht zu kriegen. Denn einmal war die Schranktür dazwischen, zum anderen war die Füchsin noch da. Und die sah mit ihren listigen grünen Augen ganz so aus, als ließe sie sich nicht so leicht beim Aufpassen betrügen. Sie spazierte im Zimmer hin und her und sah sich neugierig alles an. Ei, 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 was doch die Menschen für schöne Dinge haben. Aber nach irgendetwas riecht es hier. Wenn ich nur wüsste, was das ist. Ja, es riecht nach... Es riecht jetzt nach... Jetzt ist es los. Jetzt hat sie mich entdeckt. Mama, Papa. Ich habe mich wohl geirrt. Ach, dieses Schnarchen macht einen ganz wirr im Kopf. Sie ging zum Fenster und schaute hinaus. Sie ging zur Tür und versuchte, sie zu öffnen, aber es gelang ihr nicht. Schließlich entdeckte die Füchsin den großen Spiegel an der Wand, und der gefiel ihr über alle Maßen, denn Füchse sind sehr eitle Tiere, und keinen sehen sie lieber als sich selbst. Sie stellte sich also vor dem Spiegel auf, legte die eine Pfote auf ihr Herz und zwinkerte sich selbst freundlich zu. Ei, 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 du schönes Füchslein. Ei, ei, du kluge Füchsin, du gefällst mir ganz ausgezeichnet. Ich liebe dich, Füchslein. Ich liebe dich sehr. Dabei machte sie immer noch die Pfote auf dem Herzen eine tiefe Verbeugung vor sich selbst, dass sich der Husch im Schrank nicht mehr halten konnte. Was war das? Mit einem Ruck fuhr sie herum und sprang auf den Schrank zu. Aufmachen! Sofort aufmachen! Husch hielt mit aller Kraft die Schranktür von innen zu. Die Füchsin arbeitete mit der Pfote von draußen dran, aber es gelang ihr nicht, an das Schloss zu kommen. Bär! Wach auf! Ich glaube, es ist Bär im Schrank! Hörst du nicht, du alter Faulpelz? Es ist Bär im Schrank! Sie schüttelte den Bären wie wild, aber der schnarchte weiter. Husch merkte, die Füchsin sah nicht zum Schrank, sondern nur auf den schlafenden Bären. Er öffnete schnell die Schranktür, langte hinaus und wutsch, hatte er die beiden Zaubermützen vom Tisch gefangen. Die eine steckte er in die Tasche, die andere setzte er auf den Kopf. Eins, zwei, drei. Zauberei. Weg bin ich. Keine Hände. Kein Bauch. Keine Beine. Auch kein Anzug. Aber den hab ich doch an. Hurra! Ich bin weg und doch bin ich da. So eine Zaubermütze ist die wunderbarste Sache von der Welt. Die Füchsin unterdessen hatte mit Schütteln und Rufen den Bären halb wach bekommen. Was willst du denn, Füchslein? Ah, sind die Leute schon da, die ich totschlagen soll? Ich glaube, es ist einer im Schrank. Na, dann sag ihm, dass er rauskommen soll. Dann will ich ihn schon tatzen. Ich krieg die Schranktür nicht auf. Ach, du bist doch aber wirklich zu gar nichts zu gebrauchen. Dann muss ich also aufstehen. Der Husch hatte schon gemerkt. Sie wollten jetzt in den Schrank schauen, schnell war er darum hinausgeschlüpft und eins, zwei, drei hatte er sich oben auf den Schrank gesetzt. Das auf den Schrank klettern konnte er wie kein anderer. Der Bär sah mit seinen verschlafenen kleinen roten Augen den Schrank an. Was redest du für Sachen? Die Schranktür ist ja offen. Wisch dir gefälligst deine Triefaugen, Bär. Ich habe mit meinen Pfoten an der Schranktür gerüttelt und gearbeitet. Sie ging nicht auf. Was habe ich für Augen? Hey, sag das noch mal. Oder willst du meine Tatze zu spüren bekommen? Oh, Wunder über Wunder, die Schranktür steht offen. Na sowas. Und wer, Füchslein, hat nur die besseren Augen? Ich oder du? Ich weiß gar nicht, warum du auf einmal so böse bist. Schließlich kann man sich ja mal irren, das ist dir... Ruhe jetzt!
Nun wollen wir sehen, ob es wenigstens richtig ist, dass jemand im Schrank steckt. Der Bär fing an, mit seinen großen Tatzen im Schrank zwischen den Kleidern von der Mutter und dem Vater herumzuwühlen. Keiner hatte dem Bären im Walde die Krallen geschnitten. So erging es den Kleidern übel. Vaters Schirm hing außen am Schrank, so nahm der Husch den Schirm und gab mit aller Gewalt dem Bären einen Schlag über den Schädel. Ich glaube, es gibt Anderwetter. Die Mücken stechen. Bär! Ein Dieb! Ein Dieb ist in der Stube! Unsere Zaubermützen sind fort! Was redest du nur heute für dummes Zeug? Erst weckst du mich, weil die Schranktür zu ist. Sie steht aber offen. Dann soll jemand im Schrank sein, es ist aber niemand drin. Nun soll sogar ein Dieb im Zimmer sein. Ich sehe ihn aber nicht. Gib zu, du hast Angst. Bär, wenn nun aber der Dieb im Schrank saß? Es saß aber keiner im Schrank. Und wenn er dann die Zaubermützen stahl? Warum hast du sie denn so hingelegt, dass er sie stehlen konnte? Und wenn er dann die Zaubermütze aufgesetzt hat? Und was macht er dann mit der anderen? Aber mit der Zaubermütze kannst du ihn doch nicht sehen. Naja, da hast du freilich recht. Wenn er die Zaubermütze auf dem Kopf hat, kann ich ihn freilich nicht sehen. Du hast doch wirklich ein großartiges Verstandeskästlein. Alles kriegst du raus, Füchslein. Was aber machen wir nun? Lass mich eine Weile nachdenken, Bär. Die Zaubermützen müssen wir wiederbekommen. So viel ist sicher. Jawohl, das müssen wir. Sonst können wir hier nicht wohnen bleiben. Und ich will hier wohnen bleiben, denn hier gefällt es mir. Aus dem Zimmer ist er noch nicht. So viel ist sicher. Bär, stell du dich an die Tür, dass er nicht raus kann. Immer ich. Und was machst du? Ach, denkst du, ich lege mich hin und schnarche? Ich passe auf die Fenster auf. Der Bär stellte sich also an die Tür. Die Füchsin aber saß vor dem Fenster und dachte nach. Dem Husch oben auf dem Schrank wurde Himmelangst. Bär, sagte die Füchsin nach einer langen Zeit. Husch auf dem Schrank spitzte die Ohren, um auch ganz genau zu hören, welch listiger Plan jetzt käme. Bär! Was ist denn, Füchslein? Warum bist du denn so traurig wie eine Eule nachts im Walde? Ach, Bär, ist dir was Schlaues eingefallen? Mir? Was soll mir denn Schlaues einfallen? Für Schlauheit bist du doch da, Füchslein. Bär, mir ist auch nichts Schlaues eingefallen. Wie wir es auch anstellen, den Dieb in der Zaubermütze kriegen wir nicht zu sehen. Da ist es schon besser. Wir gehen wieder in den Wald zurück. Ich gehe aber nicht wieder in den Wald zurück. Hier ist es warm und trocken, im Walde aber ist es kalt und nass. Ich bleibe hier, und wenn die Leute kommen, schlage ich sie mit der Tatze tot. Wenn du aber keine Zaubermütze aufhast, schießen sie dich tot, denn dann können sie dich ja sehen. Ich will aber nicht geschossen werden. Das tut weh. Aber weggehen will ich auch nicht. Ach. Weißt du was, Füchslein? Ich habe gesehen, draußen im Küchenherd ist Feuer. Rücken wir hier die Möbel zusammen, stecken wir sie in Brand und schließen die Tür ab. Und dann verbrennt der Dieb. Bär, du bist ein... Siehst du, nun habe ich auch einmal einen schlauen Gedanken gehabt. Das hast du, Bär, da hast du einen Gedanken gehabt. So groß und dick, fast wie dein Bärenschädel. Dem Husch auf dem Schrank wurde sehr Angst. Er fürchtete gleich, verbrannt zu werden. Es wird doch nicht gehen, denn wenn wir den Dieb verbrennen, verbrennen wir mit dem Dieb auch die Zaubermützen, richtig?
Richtig. Und mit den Zaubermützen verbrennen wir das ganze Haus, in dem wir wohnen möchten. Richtig? Richtig, aber... Nein, nein, Bär, es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen in den Wald zurück. Der Dieb ist schlauer gewesen als wir. Als der Bär das hörte, setzte er sich plumps auf den Boden, steckte die Hinterpfote ins Maul, fing an, ihr an zu lutschen, weinte los und schrie: Ich will aber nicht in den Wald. Ich will in dem schönen, warmen Haus bleiben. Ich will nicht wieder frieren und hungern. Nun, nun, wein doch nicht so. Sei ein artiger Bär und komm mit. Aber damit du noch eine Freude hast, ehe wir in den Wald ziehen, gehen wir jetzt in den Schweinestall. Du schlägst ein Schwein tot und wir essen einen schönen, fetten Schweinebraten. Schweinebraten? Ja, einen schönen, fetten Schweinebraten. Schweinebraten, das wird ein Fest! Und damit gingen die beiden aus dem Zimmer. Hui, das ist noch einmal gut gegangen. Aber sind die beiden nun am Fenster vorbei oder nicht? Der Hund bellt nicht und das Schwein quiekt auch nicht. Also sitzen sie in der Küche. Also kann ich auch nicht hinaus. Aber ich muss doch hinaus und die Eltern warnen. Wenn die nun ganz ahnungslos kommen und die Füchsin und der Bär sitzen in der Küche und... Was mache ich nur? Aus dem Fenster springen? Nein, wenn ich das aufmache, sehen sie es aus der Küche. Der Bär stellt sich davor. Er fühlt mich doch. Ein Schlag und ich bin weg. Irgendetwas muss ich tun, aber was? So grübelte er, dass ihm fast der Kopf platzte. Plötzlich aber fiel ihm etwas ein. Er griff in die Tasche und zog die zweite Zaubermütze heraus. Nun holte er den zerbrochenen Schirm des Vaters. Ein bisschen hielt er ja noch. Leise, leise ging er zur Küchentür. Erst hörte er nichts. Aber dann... Du Füchslein. Psst. Ich will doch bloß was sagen. Stille sollst du sein. Ich will doch bloß sagen, dass er nicht kommt. Psst. Du? Bist du jetzt endlich ruhig? Hast du es gehört, Füchslein? Was denn? Was ich gesagt habe, ob du das gehört hast. Du sollst aber gar nicht sagen. Aber ich hab doch nur gesagt, dass er nicht kommt. Ruhe! Du, Fuchs. Ach, was denn schon wieder? Kannst du denn mal eine Minute das Maul halten, Bär? Da! Die Klinke bewegt sich. Das seh ich. Du, Füchslein. Noch ein Wort und ich... Die Tür geht einen Spalt auf. Ich hab selber Augen im Kopf. Sei jetzt nur still und schlage zu, wenn ich pfeife. Ja, mach ich. So warteten die beiden und wagten kaum zu atmen. Da, es ist ein Schirm. Warte noch, Bär, die Tür wird noch weiter aufgehen. Pfeifst du dann? Ja, dann pfeife ich, aber jetzt sei still. Ja. Da baumelt was. Ich seh's auch. Schlag zu, Bär! Du, Füchslein, wolltest du nicht pfeifen? Schafskopf, es ist die Zaubermütze! Die Zaubermütze, die will ich haben! Denkste, ich hab sie gehascht und ich setze sie auch auf! Du hast aber nicht gepfiffen. Hättest du gepfiffen, hätte ich zugeschlagen und die Mütze gehabt. Gib sie also mir! Ich denke gar nicht daran! Rief die Füchsin und setzte die Mütze auf. Weg war sie. Während dieses Streites
hatten die beiden gar nicht mehr auf die Tür geachtet. Und so war Husch leise und unbemerkt in die Küche geschlichen und hätte nun ganz leicht hinaus zu den Eltern gekonnt. Wie er aber den Bären immer rufen hörte: »Wo bist du, Füchslein?« Sie aber nicht antwortete, weil sie die Zaubermütze nicht hergeben wollte, kam ihm der Gedanke, ob er nicht allein mit ihnen fertig werden könnte. Und als der Bär wieder rief: »Wo bist du, Füchslein?« Da rief Husch mit der Stimme der Füchsin: »Hier, Bär!« »Wo, Füchslein?« »Auf der Herdplatte mir die Keulen wärmen.« »Glaub ihm nicht, Bär!« Aber da war es schon zu spät. Der Bär hatte mit seinen Pfoten auf die heiße Herdplatte gehauen. Siehst du, das kommt davon. Das aber hätte Husch lieber nicht tun sollen. Denn nun wusste die Füchsin, wo er war, und zwickte und packte ihn kräftig an den Beinen. Aua, au, au, lass mich los, du Scheusal, aua! Wo ist er? Ich schlag ihn tot! Hier! Schrie die Füchsin, und dabei machte sie den Mund auf und schwupp sprang der Husch beiseite. Bums! Traf der Schlag des Bären die Füchsin, klatsch, fiel die Füchsin um. Tüt, fiel ihr die Zaubermütze vom Kopf. Schafskopf, Bär, nun hast du mich totgeschlagen. Leb wohl. Auf weh, liebes Füchslein, bitte leb doch noch ein Weilchen. Husch, sprang der Husch und raffte die Zaubermütze der Füchsin vom Boden. Eine Gabel lag auf dem Küchentisch. Pieks, stach sie der Husch dem Bären in den Hintern. Aua, was piekt denn da? Ja, gleich nochmal. Pieken Sie nicht so, oder ich hau. Brumm, schlug er zu und traf den Küchentisch. Knacks, sagten die Beine vom Küchentisch und brachen ab. Plautz, fiel der Tisch dem Bären auf die Füße. Hoppla! Das tut aber weh, du! Pieks! Stach der Husch zum dritten Mal. Ich zieh ja schon aus! Ja, ich gehe! Im Wald sticht mich wenigstens keiner in den Po! Aber fix! Rief der Husch und stach noch einmal. Ich renn ja schon! Rief der Bär und rannte auf den Hof. Blaffte der Hofhund und biss dem Bären ins Bein. Pieks! Stach der Husch zum fünften Mal. Ihr seid alle eine ganz gemeine Bande, brüllte der Bär und rannte auf den Wald zu, was er nur rennen konnte. Wer läuft denn da so schnell? Wunderten sich die Eltern, die gerade den Hof betraten. Und was liegt denn da? Ein toter Fuchs, sowas. Wer hat denn meinen Küchentisch zerschlagen? Und meinen Schirm zerbrochen. Und wer hat die Kleider zerrissen? Und das Sofa verschmutzt. Husch! Husch, wo bist du? Hier, unter der Zaubermütze. Du sollst dich doch nicht immer verstecken. Da nahm der Husch die Zaubermütze ab und erzählte den Eltern alles, was geschehen war. Sie wunderten sich sehr, lobten und drückten ihn, dass er so mutig war und den Bären vertrieben hatte. Aber noch richtiger wäre es gewesen, du wärst zu uns gelaufen, um uns zu holen. Die Hauptsache ist, er ist gesund. Aber die beiden Zaubermützen müssen wir den Zwergen wiedergeben. Die hat ihnen ja die Füchsin gestohlen. Außerdem, sonst kannst du das Verstecken gar nicht mehr lassen, Husch. Da legten sie die Zaubermützen unter den Apfelbaum und am nächsten Morgen lagen dafür 100 blanke Silbertaler und ein Zettel mit der Aufschrift: Als Dank von den Waldzwergen. Der Bär aber traute sich nie wieder in die Häuser der Menschen und lebte jämmerlich im Wald. Huschs Eltern kauften von dem Geld einen neuen Küchentisch, einen neuen Schirm und viele neue Kleider. Aus dem Fell der Füchsin aber wurde ein Bettvorleger. Und so trat Husch jeden Morgen und jeden Abend die Füchsin mit den Füßen, in die sie ihn gezwickt hatte. Das machte ihm viel Freude. Rolf Ludwig erzählte Geschichten aus der Mokelei
von Hans Fallada. Heute die Geschichte vom unheimlichen Besuch.